Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, dem alten Biersüffler. Ja, heute beginnen wir mit einer neuen Woche, mehr oder weniger, und zwar mit den Italienern. Jawohl, machen wir mal einen Abstecher nach Italien. Gibt's ja auch ein paar leckere italienische Biere. Und ja, mein Vater hat mir ein paar mitgebracht, der war wieder in Italien gewesen. Und ja, da haben wir zum Beispiel heute hier auf dem Gabentisch das Mena Brea Bier aus Italien, Originale. Na, ist das schon mal was? Ja, und zwar kommt das aus der Region Piemont. Das ist Nordwestitalien, also ganz weit oben von dem Stiefel. Ne? Mag ich persönlich nicht ganz so. Ich bin ja eher so ein Mitte-Süditalien-Fan. Da ist es halt ein bisschen wärmer. Mag ich halt. So Sonne, Strand, Meer. Und, aber da oben ist recht kalt, auch ein schönes Skifahrgebiet. Grenzt natürlich an die Schweiz und an Frankreich. Und hier, wie gesagt, steht diese Brauerei und die vertreiben dieses Bier. Ja, Mena Brea in Italien selbst. Ich war ja schon ein paar Mal da gewesen. Natürlich auch in Mitte Italien, Toskana, Umbrien, so die Gegend leicht zu beziehen. Dort gibt es zum Beispiel Lespar oder, wie heißt das andere, da Coop gibt es da zum Beispiel noch diesen Laden Famila oder so. Und da im Bierregal findet man diese Mena Brea, Italia Originale Biere. Ja, 1846, hat 4,5% Umdrehungen, ist ein Lagerbier und kommt hier in diesen 66 CL Flaschen daher. Also die sind eigentlich bekannt in Italien, dass da immer ein bisschen mehr drin ist. Und die stehen dann tatsächlich auch beim Bauern teilweise so, ne, auf der Terrasse, auf der Tafel. Wobei man muss immer dazu sagen, Italien ist ähnlich wie Frankreich eigentlich eher für den Weinanbau bekannt, ja. Weinbauern, und da ist dann eigentlich eher so der Lambrusco und der Chianti natürlich und der gute alte, ja, Bauernwein immer auch. Und Tavola, ne? Also schön auf dem Tisch. Ja, hier haben wir sogar noch ein bisschen drin. Also wir haben hier Gerstenmalz drin, Wasser ist drin und Mais. Das heißt also, hier ist natürlich nicht das deutsche Reinheitsgebot enthalten. Das ist logisch. Und ja, aber jetzt genau die Zutaten und wie die Zusammensetzung ist, was für Sorten oder so, wie gesagt, ihr könnt euch das alles in der Bierbasis holen, das muss man jetzt nicht doppelt gemoppelt machen. Ich bin gespannt, ich habe es schon mal getrunken, allerdings ist das auch schon wieder ein Weilchen her. So, machen wir mal auf das Ganze oder sollen wir erstmal auf Etikett eingehen? Etikett, ja, ist keine Stilikone, aber okay, denke ich, ne? Ich glaube, es gibt sich als Bierchen zu erkennen. Schwupp, offen ist es. Habe jetzt richtig Bock auf italienische Biere. Ich freue mich auf die Woche. So, Kronkorken, der schaut so aus. Steht auch drauf. 1846, Mena Brea. Das ist es. So, was Mena Brea übrigens heißt, keine Ahnung. Ich vermute mal, das ist eine mittelalterliche Ortschaft. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, weil das Wort Mena Brea aus Italien jetzt ins Deutsche übersetzt, gibt es irgendwie nicht. Aber wie gesagt, will mich da jetzt auch nicht festlegen. So, wir haben da selbstverständlich auch eine Frische in der Flasche. Das erwarte ich aber auch. Unser Probiergläschen frisch ausgespült. Und ich würde sagen, lassen wir mal laufen. Zack. Läuft sehr gleichmäßig. Schön. So, fast schon ein bisschen stürmisch, was? So, da haben wir es. Drin ist es. So, was haben wir da? Haben wir ein Bier. Ein schönes Bier. Ja, ein helles Lager. So schaut es aus. Gibt sich als solches zu erkennen. Nehme ich tatsächlich auch so wahr. Finde ich gut. So, dann schauen wir mal bei einer Blume nach. Was haben wir denn da? Da haben wir ja ein fingerbreite Blume zum Zeitpunkt des Einschanks. Aber ihr seht selber, die zerfällt relativ schnell. Wundert mich nicht. Das war beim Birra Moretti, das war beim Peroni auch schon so gewesen. Das nehmen wir natürlich auch noch durch. Haben wir ja hier noch zu liegen. Leider in Dosenform, aber okay. Und da war das auch so, dass da nicht ganz so viel Wert auf den Schaum, auf die Blume gelegt wird. Ja, deswegen, okay, da müssen wir uns jetzt immer so, wie gesagt, Italien ist halt kein Bierland, aber in Italien gibt es trotzdem auch genügend Craft und Brauereien und Mikrobrauereien, da wo sich auch so ein paar Bierfans tummeln. So, dann haben wir aber auf jeden Fall trotzdem einen Blumenteppich und der ist soweit, ja, geschlossen. Keine Risse, keine Löcher, alles sehr linear, finde ich gut. Das heißt, diese Restblume wird kontinuierlich nachgebildet durch wirklich ein Maximum an aufsteigenden Perlchen, die Kohlensäure, die Schwebeteilchen, alles da drin strömt nach oben in unterschiedlichsten, ja, sage ich mal, Größen. Das ist wirklich hier ein Whirlpool. Also das ist... Mehr Kohlensäure geht, glaube ich, nicht mehr. Das ist mehr als ein Mineralwasser. Also es wird jetzt gleich sehr spritzig werden, schätze ich mal. Aber ist natürlich auch schön im Glas anzuschauen. Und zwar vom Boden aus bis nach oben.
Dann haben wir eine klassische, sage ich mal, mittelgoldene Farbe bei einer guten Filtrierung. Sieht sehr, fast ein bisschen erdig aus. So ein erdiges Mittelgold. So schaut es jetzt zumindest aus. Hier ist ja die Softbox, da kann ich immer direkt gucken. Sehr schön. Und der Schaum, das bisschen, was übrig bleibt. Naja, es bleibt schon an der Glaswand haften, aber ist jetzt auch nicht ganz so. Ja, von der Optik, wie würde ich es bewerten? Die Ästhetik dieses Bieres ist jetzt nicht so berauschend. Spektakulär vielleicht tatsächlich die Perlung innen drin im Glas, aber komm, machen wir mal. Ich gebe da 4. 4 von 10 Punkte für die Ästhetik ist jetzt nicht ganz so ansprechend. Ausnahme, wie gesagt, diese Perlung da, die finde ich ganz interessant. So, machen wir mal anschnuppern. Ja. Lecker. Ja, das ist natürlich interessant. Da haben wir natürlich mal was anderes, ne? Beim Anschnuppern. Und zwar merkt man sofort so, okay, dieses schöne Hopfige, dieses Bittere, was man vielleicht jetzt so von einem Bier typisch anschnuppern könnte, was man auch von deutschen Bieren her kennt, das ist ja komplett weg. Das ist jetzt hier eine richtig angenehme, frische Fruchtnote, die einen da wirklich in die Nase strömt, gibt sich ganz klar beim Anschnuppern zu erkennen. Man merkt aber auch, es ist jetzt nicht so hart, nicht so rau, nicht so dominant, sondern tatsächlich eher so ein bisschen milder abgestimmt. Stimmt, mag ich eigentlich. Es ist sehr angenehm. Kommt auf jeden Fall ordentlich raus. So, ihr Lieben, würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal einen Antrunk. Den lieben wir doch immer so. Auf euch, ihr Lieben, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Wollen wir mal? Ja, also der Antrunk, der macht auf jeden Fall erstmal das, was er soll. Er bereitet, wie gesagt, die Mundhöhle auf die unterschiedlichen Aromen vor, die im Bier drinstecken. Das finde ich schon mal ganz gut und das auch nacheinander. Das allererste, was einem auffällt, wird wahrscheinlich schon das Brauwasser sein, das tatsächlich, ja sage ich mal, eher mittelweich daherkommt und aus diesem Grund das Ganze auch recht vollmundig ist. Das heißt also wirklich, die gesamte Mundhöhle, die ist im Mundraum ausgehöhlt mit dem Bier und setzt sich dort auch ab. Natürlich wieder klar an den Intensivzonen wie den Backeninwänden, da hat man es natürlich und auch auf der Zunge. Regt natürlich den Speichelfluss auch an, das finde ich sehr gut, was wiederum das Ganze sehr süffig machen lässt. Wir haben es also wieder mit einem dynamischeren Bier zu tun, was getrunken werden will. Da setzt man einmal an und gerade wenn man Bierdurst hat, ne, das erste Bier am Tag oder so, oder meinetwegen auch das zweite noch, ja, dann das zieht, das zischt halt, ne, das geht runter wie Öl, ne, dynamisch halt. Ja, dann merkt man auch auf jeden Fall den Alkohol, den schmeckt man tatsächlich raus. Weiß ich nicht, ob ich es so sympathisch finde. Passt beim Bier jetzt nicht immer, finde ich persönlich. Hätte ich gerne gehabt, wenn es ein bisschen eher im Hintergrund mitschwingt. So gleich beim Antrunk schon den Alkohol zu schmecken, finde ich persönlich so, stellt sich nicht gerade gut vor, ja, wenn dann sowas rausschmeckt und dann auch noch nicht gerade angenehm. Ja, dann haben wir natürlich eine Fruchtigkeit drin, da wo man ganz klar auch ein bisschen Traube rausschmeckt, so in diese Richtung, Rosine, Korinthen, alles so in diese Richtung geht das. Leicht, ja, nussig würde ich fast schon sagen. Ja, nur so Rosine, so in diese Richtung geht das. Ja, ein bisschen säuerlicher auch. Also eher ganz klar der Fokus beim Antrunk auch schon auf die Fruchtigkeit gesetzt. Ja. So, machen wir mal Mittelteil. Da sind wir mal gespannt. Dann nehmen wir mal einen größeren Schluck. Ja, formt sich auch der Charakter tatsächlich, der ist vorhanden, der Körper des Bieres, guter Charakter. Kommt jetzt noch was mitschwingt? Also wir dürfen nicht vergessen, wie gesagt, für die, die es wiederholt es immer wieder mal, ne, der Mittelteil des Bieres heißt nicht, dass man es bis zur Mitte ausgetrunken haben muss, sondern es ist der Teil, mit dem man sich tatsächlich am meisten aufhält. Ne, da ist am längsten dauert der Mittelteil und da entwickelt sich das Bier. Ne, der Mundraum ist vorbereitet und
jetzt merkt man halt den Charakter und in diesem Falle entwickelt sich hier nur so was Brotiges heraus. Also man schmeckt durchaus das Getreide, was dort drin ist. Ich vermute auch der Mais wird es sein. Der gibt auch noch ein bisschen Süße ab. Leicht ein bisschen was Mehliges vielleicht so in diese Richtung. Ich wollte erst sagen nussig, aber also mehr ein bisschen mehlig, merkt man auch. Ja, und das ist so dieses Brotige. Und dieses Brotige wiederum, das gibt die Säure auch ein bisschen ab. Also auch hier wieder im Mittelteil der Fruchtkörper, ganz klar, der kommt raus und der bleibt auch da. Also das ist sehr, sehr mildes Bier, sehr, sehr dünnes Bier und ganz klar, Fruchtkörper ist entscheidend hier, ne? Und bleibt auch so dynamisch. Also ihr seht, da kann man wirklich ansetzen, mal einen kräftigen Schluck nehmen. Das mag das Bier und der Konsument erst recht. Machen wir doch mal schnell einen Abgang zusammen. Ja, ist angekommen, ist unten. Und auch hier schickt es dann nochmal den Fruchtkörper nach oben. Also insgesamt fassen wir zusammen. Ja, was haben wir da? Also, das Menabrea aus Bella Italia. Da haben wir auf jeden Fall ein schönes Bier, also ein schönes Bier, was fein abgestimmt ist. Das ist ganz klar. Man hat sich Gedanken gemacht bei der Rezeptur. Insgesamt allerdings sehr mild. Das heißt, also man hat auch hier versucht, die breite Masse zu treffen. Ist ein Industriebier, ganz klar. Und ich denke, das ist gelungen. Vergleich jetzt mit deutschen Bieren. In welche Richtung würde ich da hingehen? Wenn ich jetzt so an Berliner Biere aus meiner Region denke, fällt mir sofort irgendwie ja, eine mildere Variante vom Berliner Kindelbräu ein. Ja? So in diese Richtung würde ich sagen, geht das. Das heißt aber auch hier, die Herbe geht ein bisschen zur Seite, was für einen Pilsner sprechen würde, dafür aber einen größeren Fruchtkörper, den wir drin haben. Ganz klar Traube, Rosine, Korinthen, alles so in diese Richtung, was das geht, eine Säure und im Mittelteil dann halt noch mit diesem Brotigen eher, ja, so mehlig halt, durch den Mais vermute ich mal. Und das war es dann gewesen. Ja, am Anfang ein bisschen alkoholisch das Ganze, geht aber dann relativ schnell weg, wenn sich der Mundraum an das Bier gewöhnt hat. Und im Abgang kriegen wir nochmal einen letzten Gruß hochgeschickt, ebenfalls nochmal eine leichte Fruchtigkeit, aber genauso mild und so schnell verschwindend wie auch der Antrunk, der Mittelteil und letztendlich der Abgang. Ist soweit ehrlich. Ich weiß jetzt nicht, für welchen Anlass am besten, wenn ich mir so vorstelle, ja, da wo es herkommt, aus Piemont, oben Nordwestitalien, ne, Skigebiet, wenn man so will, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, nach einer ordentlichen Langlauf-Skitour oder so, Rucksack ausgepackt, Bierchen dann irgendwie trinken, stelle ich mir bei einer kalten Jahreszeit eher nicht so gut vor. Ich finde es eigentlich eher, das ist sowas fürs Abendessen, schon zu einem schönen Mafialappen oder so, so eine richtig schöne Pizza, ja, da macht sich das ganz gut. Und zum Abendessen so, ja, als Begleitbier zu einer leckeren, ja, kulinarischen Speise, wenn man so will, mediterranen Speise. Da macht es tatsächlich ganz gut Spaß. Ansonsten so zum Weglöten würde ich es jetzt auch nicht finden. Ja, ist ein guter Standard, sage ich mal. Vom Geschmack gebe ich eine Bewertung. 6 von 10 Punkte ist es mir wert. Und ja, damit sind wir fertig. Darum kümmere ich mich jetzt noch. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen und fürs Interesse. Und bis zum nächsten Biertest mit mir, dem alten Biersüffler. Wenn ihr den nicht verpassen wollt, oben einfach ein bisschen abonnieren. Wisst ihr Bescheid. Und dann zum Wohl. Cheers. Tschin, tschin.